perfekt auf der Linie. Schauen wir uns nochmal an. Da muss mehr Schwung dahinter. Abgesehen davon wäre das Anspiel auf den mitgelaufenen Marco Seiler rechts die deutlich bessere Idee gewesen. Das war's in den ersten 45 Minuten. Übliches Ritual bei Darmstadt 98. Das Sammeln auf dem Weg in die Kabine. Zweite Hälfte. Darmstadt beginnt wieder sehr intensiv und erarbeitet sich gleich in der 47. Minute die nächste Chance. Über Heller läuft's. Und dann kommt Milan Ivana. Marco Seiler hatte durchlaufen lassen. Also enorm, wie viel Druck Darmstadt vor allem über die rechte Seite über Marcel Heller heute entwickelt. Auch da hat man schön gesehen, wie der Ball nochmal aufsetzte. Der Rasen in Darmstadt ist für diese Verhältnisse wirklich ein Ärgernis. Wem? Von Röse eingeleitet. Und dann wird es richtig gefährlich bei diesem Abschluss von Alf Minzen. Schauen wir uns nochmal an. Er ist abgefälscht und zwar von Aaron Berzel. Deshalb schlägt er oben an der Latte ein. Mitfiebernd rechts außen Michael Feichtenbeiner, Sportdirektor beim SVW in Wiesbaden. Vor mehr als 10 Jahren war er hier Trainer bei Darmstadt 98. Führte die Lilien übrigens damals bis ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Stroeng. Mehr als Vorbereiter unterwegs inzwischen. Und immer wieder Heller. Heller! Den muss er machen. Oder links den mitgelaufenen Ivana anspielen. Ganz enge Ballführung, richtig guter Mann, aber im Abschluss, da hapert es eben ab und zu. Es ist nun total ausgeglichen. Und wen kommt? Mit Wungudika. Aber wo kommt da Jan Zimmermann her? Ohne Not. Und deshalb wird es bestraft zum 1-1. José Pierre Wungudika, den sie nur Joe nennen, trifft zum Ausgleich. Und er bestraft dieses Herausgehen von Jan Zimmermann. Gut gemacht hier dieser Schlenker nach links. Dann gut getroffen den Ball. Rein zum Ausgleich. Und der Dank geht nach oben. Das werden wir nachher noch auflösen. Kleine Fankolonie natürlich immer dabei beim SVW in Wiesbaden. Jetzt wieder Darmstadt mit Ivana. Er hatte viel zu tun heute. Nico Herzig, der Captain der Gäste. Heller. Nicht nur rechts, auch mal links zu finden. Ivana. Sehr gut den Ball behauptet von Seiler und dann ein Touchdown. Sehr, sehr gute Chance, aber ganz stark den Ball hier geholt von Marco Seiler. Links rutscht ihm der Ball über den Schlappen. Ein Touchdown. Einwurf. Michael Stegmeier für Darmstadt. Strohengel. Seiler. Und dann Benjamin Bayer, 2-1. Und schauen Sie, wie der jubelt. Zum ersten Mal wieder in der Startformation nach dieser Verletzung in der letzten Saison. Gegen die Offenbacher Kickers. Gegen Erfurt ein Kurzeinsatz, aber heute von Beginn an dabei. Was für ein Comeback. Und wen, das muss man sagen, selbst schuld, weil sie den Ball hier nicht intensiv genug klären. Kein Vorwurf an Markus Kolke, dem ist die Sicht versperrt beim Abschluss von Benjamin Bayer, dessen Bruder Daniel ja heute mit Augsburg bei Hertha BSC spielt. Sein Vater Jürgen Bayer war auch schon hier am Böllenfalltor Profi damals in der zweiten Liga. Eine schöne Familienfußballgeschichte, die die Bayers schreiben. Dirk Schusters Mannschaft also vorne, 2-1. Ein packendes Spiel. Zimmermann beim Abschlag.
Wehen zweimal dazwischen. Seiler. Heller. Heller auf Milan Ivana. Behrens verpasst den Ball ganz knapp, bevor ihn Markus Kulke dann aufnehmen kann. Wieder zuvor am Ball Marcel Heller mit unglaublich vielen Kontakten in diesem Spiel. Dann geht Benny Beier raus. Viel Applaus für dieses Comeback und natürlich auch für den Führungstreffer in der 59. Minute. Für ihn kommt Benjamin Maas. Aber Wien Wiesbaden hat sich die Kräfte hervorragend eingeteilt. Und es gibt solche Chancen. Auch hier wird Handspiel gefordert. Auch das werden wir gleich auflösen. Denn es ist auch diesmal kein Handspiel. Der Ball geht an den Rücken. Aber Wien macht nun das Spiel, ist die klar bessere Mannschaft. Müller. Und dann auf Martin Röser. 80. Minute der Ausgleich und er ist verdient. Röser übrigens nicht im Abseits. Löst sich im richtigen Moment. Und Jan Zimmermann ohne jegliche Chance, diesen Ausgleich noch zu verhindern. Vorarbeit kam von Robert Müller und dann der sehr gute Abschluss von Martin Röser zum 2:2. Und nun drückt der SVW in Wiesbaden auf den Sieg im Derby. Röser in der Vorarbeit. Und der Abschluss von Tobias Jelinek. Kaum noch etwas zu sehen in Sachen Offensive bei Darmstadt. Die kämpfen vor allem auch mit den eigenen Kräften. Foulspiel an Bog von Aytaç Zulu. Der beklagt sich, aber das ist nicht korrekt. Denn er hat ihn klar getroffen und keineswegs den Ball gespielt. Hier. Freistoß, Wien Wiesbaden Schlussphase. Es steht bereit der eingewechselte Marco Königs an die Latte. Sehr schön getreten. Und hier sehen wir es nochmal, wie knapp es tatsächlich war. Es war die letzte zeigenswerte Aktion in einem tollen Hessen-Derby, in dem heute andere die Hauptrollen spielen. Ja, klar war das ein super Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen. Aber ich hätte mir lieber 3 Punkte gewünscht anstatt das Tor. Naja, kann man jetzt nicht ändern, aber trotzdem freue ich mich, dass ich wieder auf dem Platz stehe und das Knie hält, sag ich mal, ne? Und Wungudika freut sich über das Ende seiner Torflaute, die 2,5 Monate andauert. Ich bin halt Gott dankbar, dass heute halt der Knoten dann geplatzt ist. Ich bin halt auch dem Trainer dankbar, dass er halt mit mir unter der Woche halt auch viel gesprochen hat und halt auch immer gesagt hat, das ist halt als Stürmer so. Man darf dann halt nicht viel zu viel darüber nachdenken, dass wenn man halt weiter arbeitet, man belohnt wird. Das wird Dominik Strohengel bestätigen können, auch wenn er heute ausnahmsweise mal leer ausgeht.